möchte aber gerne nochmal zu diesem Punkt zurück, dass wir uns da, glaube ich, keine Illusion bilden, auch wozu wir beitragen können. Meine Befürchtung ist, dass die Schere bezüglich qualifizierter Arbeitsplätze und Bildungsorientierung in unseren Gesellschaften total aufgeht. Dass es Unternehmen gibt, die die Besten kriegen, die auch kulturell ausgerichtet sind, die das mit ihrer Selbstverwirklichung verbinden können, mit ihrer gesellschaftlichen Stellung und allem. Und dass es eine immer schmutzigere und merkantilere und effizienzorientierte Teil der Wirtschaft gibt, die Produkte haben, die Verfahrensweise haben, die in Bereichen arbeiten. Und dass wir ein Heer von Menschen haben, die einfach gar keinen Platz mehr finden in dieser Gesellschaft. Und dass es dafür natürlich über unsere Ansätze keine Lösung gibt. Mhm. Ich weiß nicht, woher die Lösung kommen sollen. Die müssen wahrscheinlich auch über die politischen Systeme kommen. Das Einzige, was wir tun können, an unserer Ecke, ich gebe immer so ein bisschen so Faustformeln raus. Ich habe gesagt, ich für mein Unternehmertum habe entschieden, ein Drittel unserer Aufmerksamkeit und aller anderen Ressourcen geht darauf, dass wir aktuell Leistung erbringen. Ein Drittel geht darum, dass wir zukunftsfähig bleiben. Mhm. Und ein Drittel, dass der Lebensentwurf derer, die beteiligt sind, Sinn macht und aufgeht. Mhm. Und das ist die Aufgabe von Wirtschaften. Wenn es natürlich Wirtschaftsbereiche gibt, die auch unter Mechanismen, die sie oft gar nicht in der Hand haben, wie ganz enge Margen und all diese Sachen und unkontrollierter Konkurrenzdruck in Billiglohnländern, Umweltverschmutzungsländern und Ähnlichem, dann entsteht eine Schmuddelecke von Wirtschaft, die wir, und die tun sich schwer, überhaupt die Spielräume sich zu erarbeiten, um zu so einer Dreierformel zu kommen, wie ich sie gerne propagiere. Und ich habe dafür keine Lösung. Und von meiner gesellschaftlichen Stellung habe ich auch keine Hebel, wie ich da darauf Einfluss nehmen kann. Außer durch Mentalitätsbildung bei den Privilegierten. Aber ob das viel hilft, weiß ich nicht. Also für sie selbst wird es sicher helfen. Aber ob es für die vielen anderen helfen wird, ich fürchte, wir kriegen ein fürchterliches Proletariat von Ungebildeten, für die es eigentlich keine gesellschaftliche Lösung gibt. Also es gibt ja Untersuchungen über sogenannte einfache Arbeit. Ein Maler ist im Vergleich zu einem Informatiker in seinen Qualifikationen und Kompetenzen einfacher. Von mir ist auch im Dienstleistungsbereich von Gaststätten etc. Nur die Untersuchungen sagen eindeutig, dass auch in diesem Bereich die Arbeit ganzheitlicher und komplexer wird, also wo auch die Sozial- und Personalsache angesprochen ist. Da gibt es viele Untersuchungen zu, jetzt in Deutschland meine ich, also bei uns in hochindustrialisierten Ländern. In hochindustrialisierten mit dem Demokratiefaktor. Global jetzt gesehen, global. Ja, aber wenn ich, da zeigt sich schon, dass die Ungebildeten trotzdem schwer haben. Das wird ja zum Teil durch Zuzüge aller Art dann auch kompensiert. Ja. Aber ich meine es natürlich auch global. Es kann sein, dass dieser Effekt... Global haben wir diese Arbeitsteilung. In unseren Sphären noch weiter... Da haben wir also jetzt wirklich, das sind ja schlimmste Ausbeutungsverhältnisse, die teilweise stattfinden. Nicht umsonst gibt es eben jetzt auch von der Teekampagne bis anderen Ökoläden her Kontrollen, dass da, wo gearbeitet wird, menschenwürdige Bedingungen hergestellt werden. Also das ist bis hin Indien und was weiß nicht, allem was Teeernte etc. betrifft. Nein, das läuft zurzeit ganz stark ab. Ich war jetzt nur selber in Deutschland, was hier weiter passiert. Da höre ich das sehr gerne, was du sagst. Also ich habe da jetzt nicht einen direkten Einblick. Ist mal so gesagt, wenn du sagst, es sind ja immer weniger, die dann überhaupt noch einen Arbeitsplatz haben, der mag ganzheitlicher werden. Und in unseren Breiten ist es dann vielleicht nicht schlimm, weil auch immer weniger Nachwuchs da ist. Irgendwie kann man das, irgendwie kann man das aushalten, aber das kann ja kein Modell für die Weltwirtschaft sein, wo ja diese Ergänzungsbedingung, dass kein Nachwuchs da ist und von daher kein Verteilungsproblem gibt, dafür stimmt es ja nicht. Also, aber das ist jetzt ein Punkt, also weil das wurde ja immer schon thematisiert, durch Automatisierung, durch zweite industrielle Revolution, Dampfmaschine, was sind da für Arbeitsplätze vernichtet worden? Der Witz ist, dass durch diesen Fortschritt, durch diese Innovation neue geschaffen worden ist, was zurzeit, wir haben natürlich gesagt, angesichts der Informations- und Kommunikationstechnologien, ich habe vorhin das Beispiel der Automontage gebracht, da sind ja also jetzt 80% oder so der Arbeitsplätze abgebaut worden. Gleichwohl ist es so, dass in diesen Industrien so
wie Sie also jetzt, jetzt kommt natürlich die Globalisierung und der Konkurrenz dazu, innovativ und vorweg bleiben, mehr Arbeitsplätze geschaffen worden auf hohem Niveau, als alte gegangen sind. Da setzt man weiter drauf. Zurzeit ist es eben so bei Industrie 4.0. Es sind ja Unternehmen wie IBM, die einfach sagen, so, wir haben von mir aus IBM, die sprechen davon, dass sie 60 oder 70% der Arbeitsplätze abbauen werden. Und das entscheidet der Industrie 4.0 oder bei dem, was Sie sagen, das heißt nicht, dass die alle total vernichtet werden, es werden neue geschaffen. Und nun kommt aber der entscheidende Punkt, was sind denn diese neuen Arbeitsplätze, was sind diese modernen Unternehmen? Das sind jetzt keine Schmuddelunternehmen, aber bei dem, was mit dieser ganzen Cloud-Geschichte zusammenhängt und Industrie 4.0, man spricht ja auch von diesem Cloud-Sourcing, nicht Outsourcing, sondern Cloud-Sourcing, da werden prekäre Arbeitsverhältnisse hergestellt und dergleichen. Ich meine das jetzt aber auch für Betriebe, die von bei uns hoch entwickelt sind mit Informations- und Kommunikationstechnologien, einer hohen digitalisierten Arbeitswelt, sondergleichen. Und wir stellen auf einmal fest, in diesen Betrieben, also ich sage jetzt mal verbal fast das Gegenteil von Schmuddelbetrieb, so wie ich dieses Wort verstanden habe, sondern technologisch hochgerüstete mit vielen Leuten, dass die Menschen da drin immer mehr kaputt gehen, weil der Arbeitsdruck zunimmt, Burnout-Druck zunimmt. Ja, so genau, so könnte man es dann auch sagen. Das ist der Punkt. Und der Personaler auch keine Chance hat, der macht Work-Life-Balance, der richtet einen Kindergarten ein, wie auch immer. Aber der Zugriff auf diese Menschen, eben auch weil er totaler ist, das Soziale und Personal reinkommt, bringt die immer mehr, was ihre Persönlichkeit, ihr seelischer Zustand betrifft, in eine Enge und führt zum Burnout und dergleichen mehr. Da bin ich immer wieder an einem Punkt, den ich jetzt einfach diskutieren will, auch bei der weiteren Entwicklung. Wir verbinden Arbeiten und Lernen, das wird in dem Betrieb gemacht. Übrigens, die Lerninsel ist nicht ein singulärer Ort, sondern der Betrieb, dieser hochentwickelte, der führt systematisch Lernorganisationsformen, für mich gehört das Coaching übrigens dazu, ganz stark ein, um diese ganze Sache auf hohem Niveau als System funktionsfähig zu machen, Arbeiten und Lernen zusammenzubringen und dergleichen mehr. Die Frage ist, ob der Mensch nicht dabei immer mehr eingeengt, utilitär auf eine Sozial- und auch Personalkompetenz ausgerichtet wird, die diktiert wird durch die Ökonomie, die Fachlichkeit sowieso. Da sehe ich ganz starke Gefahren drin. Und ich bin wiederum bei dem Punkt, dass ich gesellschaftliche und bildungsmäßige Gegenwerte oder Position oder Plattform brauche. Beruflichkeit, moderne Beruflichkeit ist eins für mich, Kultur ist eins für mich. Diese Sachen, die müssen weiterentwickelt werden. Das heißt, der Betrieb darf nicht das Hauptsächliche und schon gar nicht das alleinige Kriterium der Entwicklung sein. Und das ist bei der Ökonomisierung auch zurzeit ganz stark der Fall. Dass es da ein Prekariat Neues gibt und dass wir da irgendwelche Rahmenbedingungen setzen müssen, die nicht aus dem Unternehmen selbst kommen, stimme ich absolut zu. Und dann, da brauchen wir Politik. Ich glaube nicht, dass völlige Selbstregulation da hilft. Ja. Politik muss Rahmen setzen und Ausrichtung geben, innerhalb deren die Selbstregulation dann immer noch das beste System ist, meiner Meinung nach. Ja. Ich hätte jetzt aber an einer anderen Stelle noch mal eingesetzt, für die hochqualifizierten Arbeitsplätze, die übrig bleiben, du hast da vielleicht mehr Einblick als das spezielle Segment, das ich kenne, sind die Bildungssysteme in den Unternehmen und die öffentlichen Bildungssysteme dafür gerüstet oder wenigstens auf dem Weg, sich dem auf eine gute Weise stellen zu können? Mhm. Ich meine ja, dass wir auf dem Weg sind. Ich glaube auch mit diesen mit Millionen und teilweise Milliarden unterstützten Förderprogrammen, die wir haben über Digitalisierung in der Arbeitswelt etc., sind wir da relativ gut aufgestellt. Also da ist politisch auch was verstanden. Eine ganz andere Frage ist die der Richtung. Mhm. Ob genau diese gesellschaftlichen Komponenten, die eben nicht die einseitige ökonomische oder neoliberale Ausrichtung fördern, ob die genug zum Zuge kommen. Und da habe ich meine ganz, ganz großen Zweifel. Also auch bei dem, was bundesweit jetzt entwickelt wird, an Validierung informell und nicht formal erworbener Kompetenzen, die ja elementar wichtig geworden sind für das Individuum. Was habe ich denn von meiner Ausbildung noch oder von meinem Studium, nachdem ich 30 Jahre im Beruf tätig bin? Im Beruf muss ich mich aber immer weiterentwickeln, also brauche ich Validierungen. So, wir haben uns dazu verpflichtet und stehen dahinter, also politisch meine ich jetzt die Bundesrepublik, bis 2018 nationale Regelungssysteme der Validierung einzuführen. Das ist dann auch die Kompetenzmessung oder die Bildungsmessung. Was ist das? Wer macht das dann? So, und diese Sachen, die laufen einfach zu wenig öffentlich ab.
da ist die Politik sofort zu kritisieren, auch die, die sonst Millionen reinsteckt. Also sie steckt keine Millionen rein, um dieses zu demokratisieren, einen breiten Diskurs herzustellen. Nicht mal die Fachöffentlichkeit ist da ja genug beteiligt, sondern ist es wiederum die einseitige Seite, dass also jetzt hier von den Unternehmen verstärkt mit Industrie- und Handelskammern etc. dieses betrieben wird. Und da brauchen wir eine Breite. Da müssen die Menschen einfach mit reinkommen. Sonst wird dieses weiter einseitig bestimmt und da werden zurzeit falsche Weichenstellungen vorgenommen. Weil zu wenig Öffentlichkeit, weil zu wenig Diskurs, weil zu wenig werteorientierte und bildungsorientierte Institutionalisierung vor sich gehen. Musik.